Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer weiteren Vergrillung hier bei Schickling Grill. Ich habe hier aufgebaut drei kleine possierliche Tierchen und die möchte ich euch mal von nahen zeigen. Bei den drei Tierchen handelt es sich um Brieftauben. Ja, ihr habt richtig verstanden, nicht die Brieftauben, die ihr zum Beispiel in Großstädten so antrefft in einer Fußgängerzone, sondern die sind von einem Züchter. Gegrillt werden die Brieftauben selbstverständlich auf dem Schickling Grill Premium Gas XL2. Dazu gibt es noch ein paar Bratkartoffeln aus der gusseisernen Pfanne und ein paar Pimentos de Patron mit Schafskäse und Tomaten. In der Schickling Grill Grillschale kommt jetzt erstmal ordentlich gutes Olivenöl und da gesellt sich dann gleich die ein oder andere Knoblauchzehe dazu. Nun werden die Pimentos de Patron einfach so in die Schale gelegt, ein paar Tomaten rumherum, Feta-Käse oben drauf, ein paar Kräuter der Provence und ein paar Chiliflocken. Durch Zuhilfenahme einer solchen Geflügelschere nehmt ihr euch jeweils ein Täubchen, schneidet es in der Mitte durch und halbiert es. Zu guter Letzt werden die Brieftaubenhälften nochmal mit Salz und Pfeffer gewürzt. Ja, und der Grill, der kann dann auch schon aufgeheizt werden. Auf, ich würde mal sagen, so 200 Grad. Der Premium Gas XL2 ist aufgeheizt und jetzt haben wir auch schon mal die Grillschale aufgelegt. Und jetzt steche ich überall nochmal in die Tomaten rein, damit die gleich nicht aufplatzen. Alle Cocktailtomaten wurden eingeritzt. Jetzt verweilt die Grillschale 15 Minuten auf dem Grill. Dann wird mit der Grillzange einmal durchgerührt. Der Feta-Käse kommt zurück und dann garen wir weitere 15 Minuten. Mittlerweile ist auch der Burner eingeschaltet und aufgeheizt, sodass die gusseiserne Pfanne drauf kann. Die Kartoffeln sind klein geschnitten, ein paar Zwiebeln dazu. Ah, das wird richtig lecker. Leute, was sagt ihr zu den Bratkartoffeln? Die sehen einfach klasse aus. Ein bisschen Salz und Pfeffer habe ich gerade dran gemacht und die schmecken richtig lecker. Ja, ich würde sagen, die sind fertig. So, die Täubchen auf der rechten Seite, also sprich dort, wo Gas eingeschaltet ist, die sind fertig. Die können nach innen belegt werden und die innenliegenden, die müssen wir nochmal nach außen legen. Schaut mal, diese drei Täubchenhälften, die sehen wirklich phänomenal aus. Super, super saftig. Habe ich gerade schon ausprobiert. Und die bekommen nochmal eben kurz einen Finish. Wow, ich glaube, besser bekommt man es nicht hin. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, sehen die lecker aus. Und ich bin so richtig gespannt, wie sie schmecken. Und es ist angerichtet. Brieftaube vom Premium Gas XL2 mit Pimentos de Patron, Tomaten, Feta-Käse und Bratkartoffeln. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh mein Gott, oh mein Gott. Schaut euch den Gargrad an. Hier könnt ihr das sehen. Kann man das sehen, wie weich das Fleisch ist?
einfach göttlich. Ich habe es gerade schon probiert. Oh, super, super lecker. Von außen kross, von innen saftig. Boah, ist das lecker. Hammer. Also, seht zu, dass ihr euch einen Brieftaubenzüchter sucht. Fragt mal in der Nachbarschaft, vielleicht gibt es da ja jemanden. Und probiert das unbedingt auch mal aus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.